Kevin! Kevin, hör auf jetzt! Stellt euch vor, ihr seid Gott. Was ist das hier? Möchtest du das? EP. Oh nein, der Nick! Nein! Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Community-Event. Wir haben 100 Spieler zusammengeschrieben, zusammengefarmt und zusammengeholt. Und heute werden wir zusammen zur interplanetaren Gesellschaft aufersteigen. Ihr habt nun Zeit, gemeinsam miteinander zusammen eigene Planeten zu beackern und zu bebauen. Heute ist es an der Zeit, den Traum von Elon Musk warm zu machen. Warm, also auf zu, also wir wärmen den quasi nur, also wir basically wärmen wir den Traum nur auf. Den Traum wahr zu machen und gemeinsam verschiedenste Planeten in Minecraft zu bevölkern. Jeder einzelne von euch hat nun bis morgen früh Zeit, seinen Planeten nach eigenem Ermessen zu bebauen und kann mal wieder gar nichts gewinnen. Geil! Außer, dass er bei mir im Video ist und das ist eigentlich tatsächlich für euren Lebenslauf mehr als nur hinderlich. Nice. Ich würde sagen, wir starten das Event in 3, 2, 1, knacken. Und wir sind bereits auf dem Server und wir sehen hier 100 verschiedene Erden, meine Freunde, die von einem Meteoriten getroffen werden. Doch halt! Was ist jetzt eure Mission? Eure Mission ist, die Erde zu retten vor dem Meteoriten und die Erde neu zu bevölkern und neu zu bebauen. Wir haben wieder 100 Spieler, die 100 verschiedene Ansätze verfolgen werden und gemeinsam hier versuchen werden, unsere Erde zu retten. Ich kann das nicht. Das Haustier. Also das ist basically deine... Marvin baut also einfach den Kometen ab. Ich meine, ja, würde an der Stelle sicherlich... Also, Digga... Stonks. Das würde an sicherlich dann auch bestimmt... Ja gut, reden wir nicht. Marvin, warum hast du eigentlich einen Frauenskin? Wir wollen nicht drüber reden. Sogar Tom ist, glaube ich, noch ein bisschen verwirrt, dass er hier mitspielen darf an der Stelle. Sasa Frast ist auch am Start. Sehr schön. Der Bro baut dich komplett. Asolion, Digga, du sollst die Erde retten, sie nicht abbauen. What the f***, du dämlicher... Der schneidet die Erde in Hälfte. Der schneidet die Erde auseinander. Der schneidet die Erde auseinander. Als ob? Asolion, bitte, ich... Digga, das ist doch nicht in der Sache. Droid, bitte hör auf, Lava auf der Erde zu fahren. Du sollst die Erde retten, du dämlicher Idiot. Der hat einen TNT-Pimmel auf die Erde. Wem soll das helfen? Hier gibt's auch mal einmal einen Beacon, der durch vier weitere Planeten durchgeht. Digga, nein, wir belasten. Und da baut jemand auch noch eine... Hier bei mir baut gerade jemand einfach eine Bedrock-Wand, dass der Komet nicht einschlägt. Leute, ihr sollt die Erde neu bebauen. Bro, nein. Kevin, Kevin, hör auf jetzt. Kevin, du sollst die Erde neu bebauen. Du sollst hier keine... Kevin, der Komet fliegt durch die... Kevin, hör auf. Der Komet fliegt durch die Bedrock-Wand durch. Kevin, lass es jetzt sein. Ihr seid... Also, Digga, das ist... Also, ihr sollt einfach... Ihr seid, also, die Idee dahinter ist, ihr habt alle eine eigene Erde bekommen. Ihr könnt die... Der baut die Erde aus Obsidian. LP-Gamer... Okay, passt. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ihr sollt die Erde nicht retten, sondern ihr sollt die Erde neu bebauen. Ihr habt alle jetzt einen eigenen Planeten, den ihr nach euren Ermessen gestaltet. Warum hat der Planet hier Hörner? Ach, der Planet Mann, wird pink. Alter. Ihr sollt einfach den Planeten bebauen, so wie es euch passt. Zum Beispiel er hier. Smiley-Typ baut hier vorne eine große Kuppel drauf. Das ist cool und nice. Er hier hat den Nordpol entfernt und... Macht daraus den Eisenpol, ja. Der hier hat Hype auf dem Kometen geschrieben und er hier hat ein Schild geschrieben mit Hi und ist AFK gegangen. Ist das dein Ernst? Hier vorne haben wir einen Schneepimmel und hier hat wieder jemand eine Wand aus Bedrock gebaut, um dem... Ach, Digga. Er hier, Magi B, hat einen Atompilz auf die Erde gesetzt und der Typ baut einen rosa Kranz. Leute, bitte, stellt euch vor, ihr seid Gott. Der baut den Planeten einfach ab. Minicrafter, du bist Gott. Warum reißt du den Planeten ab, Minicrafter? Erzähl es dir. Also, Digga. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, ob meine Community in der Lage... Warum? Was ist das hier? Hier ist so eine Person, die hat einen Laser gebaut, der auf den Kometen schießt. Also, blau, jojo, gelb, nochmal. Der Komet ist keine reale Gefahr. Der ist nur zur Deko gedacht. Das war für mich so ein bisschen, um das Ganze einzuleiten. Das war mehr so metaphorisch gemeint. Weißt du, was ich meine, Bro? Ach, scheiße, Mann. Ach, Digga, Mann, die sind alle so... Wieso ist meine Community wirklich nur aus geistig beschränkten und 10... Was ist das hier? Warum habe ich eine Erektion? Warum habe ich eine Erektion, Alter? Mein Sch... Sieht so nicht aus. Also er hat so ein bisschen verstanden. Er baut hier gerade Starlink, sehe ich gerade. Ne, okay, er hat es verstanden. Er baut den Olymp. Oh, okay, ja.
Leon, komm bitte zu mir. Ja? Mal, wie soll ich mit dieser Was ist los mit den Leuten? Alter, das ist so dumm. Das ist so unfair. Solche Leute nehmen den Leuten den Platz weg, die mitspielen wollen, Alter. Er pflanzt Bäume, das ist wichtig. Er pflanzt Bäume und hier hat jemand einen Iron Golem eingesperrt und die Erde angezündet ist dann AFK gegangen. Ja, so, Digga, tut mir leid, Chat, ich mach so Community-Events nicht mehr. Das ist einfach nur Schwachsinn. Digga. Romeox, was hast du davon, wenn die Erde aus Diamanten besteht? Der Bro hat hier einfach nur Dorf der Pinguine gebaut und ist AFK, ist der Server verlassen. Und hier ist eine Flagge, ist auch AFK gegangen. Auch so sieht mein Penis nicht aus. Okay, irgendwer wird da irgendwas Vernünftiges gemacht haben. Zum Beispiel er hier. Er hat Bienen gebaut, einen Schwanz meiner Revis und dann TNT auf die Erde gesetzt und einen Lavaring drumherum gemacht. Ich verstehe nicht, was das soll. Emily im Akeks hat noch nicht mal angefangen. Die hat sich bis jetzt kein bisschen bewegt. Was ist das? Was soll das sein? Was soll das sein? Was soll das sein? Was soll das sein, Mrs. Feely? Was soll das sein? Was ist daran vernünftig? Das ist nicht symmetrisch und soll das auch ein Schwanz sein? Du hast es nicht mal geschafft, den Pimmel symmetrisch zu bauen, Mrs. Feely. Das ist einfach nur peinlich. Was passiert hier? Digga, der hat die Erde einfach... EP-Fan, what the f***? Soll die Erde... Möchtest du, dass die Erde so aussieht, frage ich dich an der Stelle. Willst du das? Möchtest du das? EP-Fan... Oh nein, der Nick, nein! Oh mein Gott, Alter, nein! Oh. Hier wird die Erde von riesigen Dino-Zapfen Hörnern. Der Typ baut hier eine Parkbank. Oh, das ist kreativ. Das ist genau das, was ich... Mal was der Typ mit der SM-Maske hier, der hat's raus. Ah, das ist eine Kappe. Never mind. Der Typ hier mit der Kappe hat's raus. Ein Minenschacht, der durch die Erde... Ja, sowas wollen wir sehen, Leute. Ja. Was hat Azoleon gerade hier vor? Ich weiß es nicht, aber ich glaube... Pink ist, das, unten ist das, raus. Ist das ein riesiger Schwanz, der Erde... Oh, guck mal hier. Ja, hier haben wir auch... Das ist cool. Das ist irgendein großes Ding. Hier steht ein Panzer mitten auf der Erde. Wieso baut ihr ständig Panzer? Baby, bitte probiere einen Trank von mir. Das hat Uncraftable Potion, no effects. Nein, danke. Digga, was ist das hier? Was ist das hier? Bitte, guck mal. Oh nein, das ist... Ey, bitte. Was zum Teufel hat dieses Schaf dir getan, dass du das mit ihm machst? Nochmal, der Wettbewerb war nicht... Wer baut das retardeste Ding aus unserer Erde? Sondern, ey, das ist ein Wettbewerb, den wollte ich bei Greenpeace einreichen, Alter. Ich komme gleich nochmal wieder und überall, wo noch Schwänze zu sehen sind und nichts Kreatives passiert ist, wie zum Beispiel diese coole Party mit diesen Männern, die alle Nasen haben wie Penisse, die werden weggebannt, okay? Also überlegt euch, ihr dürft nie wieder mitspielen, sonst macht was Anständiges raus. Ich komme in einer Stunde wieder und dann werden wir sehen, ob ihr was Vernünftiges gemacht habt oder nicht, ihr dämlichen, dummen Vollaffen, Alter. Liebste Community, die Zeit ist vorangeschritten und wir sehen eine Menge interessante Dinge um die Planeten herum. Das ist das falsche, ich glaube, das ist das falsche, ist das das falsche Texture? Ich bin mir sicher, dass das nicht das richtige Texture Pack ist. Ja, sieht an sich ganz interessant aus hier. Hier haben wir eine Rakete, eine riesige Spinne, ein Parasit, der irgendwie die Erde mit Schwänzen im Mund, ja. Den Todesstern haben wir hier. Okay, das ist interessant. Hier haben wir zwei Star Wars Charaktere. Ich nehme an, Darth und Luke. Dann haben wir hier eine Tupperdose. Der Typ hat daraus... Ja, ein Planet unterm Planet. Also wirklich ein Dorf darunter gebaut. Auch interessant. Ist aber falsch. Ja, also Leute, ihr habt bis morgen noch Zeit. Ich sag mal so, ich würde euch auch die Zeit einfach noch lassen. Das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Einblick und ein tiefblickender Einblick, vor allen Dingen in eure Psyche gewesen mal wieder. Das spricht einfach nur Bände hier. Das spricht einfach alles nur Bände. Das war's. Tschüss. So Leute, dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz hier auf Knacks ohne Facecam rein. Ihr hört es vielleicht, ihr sitzt gerade zu Hause. Warum sind hier eigentlich noch Leute online? Habt ihr eigentlich alle keinen Job? Wir schauen mal ganz kurz rein. Oh mein Gott. Was zum Teufel habt ihr hier gemacht? Okay, wir sehen auf jeden Fall eine Menge geisteskranke Kreationen. Ich würde fast schon sagen, dass es jetzt ein bisschen zu viel ist, alles hier nochmal auszuchecken. Aber wir würden es auf jeden Fall heute Abend im Detail nochmal gerne im Livestream angucken. Kommt da auf jeden Fall lieben gerne vorbei. Die Zeit findet ihr immer wie sonst auch auf meinem Instagram. Aber wir schauen erstmal hier unten. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Erde, aus der irgendein riesiger Springbrunnen aus Energie kommt. Alles klar. Hier hat jemand gar nichts gemacht. Hier haben wir Welcome, Rewind Me... Survive to save the world. Hier hat jemand ganz, ganz viele Satelliten und Raumschiffe gebaut, die sich gegenseitig beschuten, Alter, auf ganz, ganz wild angelehnt.
Boah, Digga, das ist ja auch mal krass hier. Check this out. Oh mein Gott, Leute. Guck mal bitte. Wie crazy sieht das bitte aus? Richtig, richtig wild. Also wirklich ein paar dope Transformationen dabei. Hier jemand eine komplette Stadt einfach an die Erde dran gebaut. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Und nicht so wie gestern Abend einfach irgendwelche Pimmel. Hier hat jemand, oh mein Gott, Digga, hier hat jemand die komplette Erde einfach abgerissen. Und ist das ein Sternzerstörer? Ist das, glaube ich, ein Sternzerstörer, oder? Oder bin ich raus? Bin ich lost? Fantastisch. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen riesigen Feuerball. Also quasi die Erde als Neta-Insel. Okay, auch nicht schlecht, Digga. Er hier einfach mal gesagt, die Erde ist flat. Ja, so sieht die Erde halt nach Attila Hildmann aus. Hier haben wir auf jeden Fall eine Rakete. Und das ist schon krass, was die Leute hier teilweise gemacht haben. Hier eine Hochzeitstorte mit einem braunen Ring drumherum. Ein paar Dinge sind wirklich echt krass. Und hier ist die komplette Erde einfach mal aus Nutella, ja? Moin, Digga. Grüße geht raus an der Stelle. Und das hier ist eine Hand, die den Kometen quasi so abhält. Ist einfach nur Nutella-Erde, ne? Fühle sehr. Also da sind wirklich ein paar wilde Geschichten dabei. Ich würde sagen, wir checken das auf jeden Fall heute Abend nochmal komplett im Livestream aus. Digga, was ist das denn hier? Was soll das denn? Rechts, kennst du das rechts noch? Das Toilettchen. Bin ich den Rohverstoff? Ach, Digga, du Scheiße. Auch wild hier, die Erde so als Eisplanet, ne? Also, muss ich ehrlich sagen, Leute, ziemlich crazy, wie viel Kreativität ihr doch da reingesteckt habt. Und wie viel halt auch dabei ist. Also das hier zum Beispiel ist ein absoluter Haufen. Da hat ein 7-Jähriger dran gebaut. Extrem nice. Der Typ hat sich gesagt, nein, ich baue einfach Russland. Warum jetzt hier die russische Flagge steht, ist mir ein Rätsel. Russland sieht so nicht aus. All in all auf jeden Fall wirklich echt crazy. Ich würde sagen, Leute, das war's für dieses wunderschöne Video. Wir checken auf jeden Fall heute Abend nochmal im Livestream kurz aus, was es da so Wunderschönes zu gucken gibt. Und schauen uns das Ganze nochmal im Detail an. Lassen wir uns das von den Usern nochmal zeigen. Dann können die uns nämlich mal ein bisschen hier präsentieren, was sie sich dabei gedacht haben, die ganzen Retards. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. 100 Erden mal auf Knacks von Community transferiert. Ich bin raus an der Stelle und lasst einen Daumen nach oben da und bis heute Abend im Livestream, meine Freunde. Arschgeiles Mikrofon hier, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.